Gehörst du auch zu den Menschen, die einfach keine Lust haben mehr zu lachen? Ist dein Problem vielleicht ein schwarzer, dunkler, grauer Frontzahn? Wenn du dich im Straßenbild umsiehst, Menschen, die dieses Problem haben, die vermeiden es einfach zu lachen. Kennst du solche Menschen? Hast du vielleicht selber so ein Problem? Stehst aber in der Öffentlichkeit, hast Kundenkontakt? Oder sagst du dich privat in den Spiegel, nee, gehe ich dran vorbei. Lachen? Nö. Ja, okay, das habe ich ja versucht. Ich habe mir Produkte gekauft. Ich habe mir Whitening Zahnpasta gekauft. Ich habe mir Stripes gekauft. Ich habe das ausprobiert, habe viel Geld ausgegeben. Wenn du auch zu diesen Menschen gehörst, die dann einfach sagen, nee, das Lachen ist meine Visitenkarte. Ich möchte wieder strahlen. Ich möchte lachen. Ich möchte offen auf die Menschen und auf mein Leben zugehen können. Bist du dann vielleicht auch schon in die Drogerie gegangen oder in die Apotheke? Hast im Internet geguckt, was es für Zahnpflegeprodukte gibt, die dir versprechen, dass du entweder weißere Zähne bekommst oder hellere Zähne? Haben diese Produkte dir geholfen? Bei einem schwarzen Frontzahn? Ich wette nicht, oder? Wenn du mehr solcher Videos haben möchtest, wo ich dir einfach meine Expertenmeinung schenken darf, dann abonniere meinen Kanal. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag gebe ich dir wertvolle Tipps rund um deine Zahn- und Mundgesundheit. Aber zurück zu dem schwarzen Zahn. Wenn du selber weißt, ey, ich möchte wieder so richtig lachen können. Und ich weiß ja, dass Lächeln heutzutage im 21. Jahrhundert quasi wie ein Statussymbol wirkt. Was soll ich tun? Was kann ich machen? Wenn du an diesem Punkt bist und vielleicht sagst, gut, ich gehe jetzt zum Zahnarzt, ich lasse mir eine Krone machen. Ich lasse mir jetzt diesen Zahn beschleifen und dann wird alles gut. Stopp. Wenn du zum Zahnarzt gehst und du möchtest eine Frontzahnkrone haben und dein Zahnarzt ist richtig modern unterwegs, dann bekommst du eine weiße, schöne, strahlende Frontzahnkrone aus Vollkeramik. Was heißt das? Diese Vollkeramik, da ist kein Metallanteil. Und die strahlt und lässt das Licht so letztendlich in sich spielen wie in einem natürlichen Zahn. Was heißt das? Mittlerweile ist die Zahntechnik so, dass diese Keramikkronen so dünn sind, ja, ein bisschen dicker als vielleicht Kontaktlinsen, dann schimmert dein dunkler Zahn durch. Das heißt, du hast nichts gewonnen. Was macht dein Zahnarzt? Er wird sagen, ja, wir müssen erst den Zahn aufhellen, wir müssen ihn bleachen. Und du denkst, ja okay, das habe ich ja versucht, ich habe mir Produkte gekauft, ich habe mir Whitening Zahnpasta gekauft, ich habe mir Stripes gekauft, habe das ausprobiert, habe viel Geld ausgegeben, aber es hat nichts geholfen. Was ist jetzt die Ursache? Das verrate ich dir. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Menschen, die darüber klagen oder wenn du selber diese Herausforderung hast, dass das ein toter Zahn ist? Was heißt das? Entweder der Zahn ist dunkel geworden, weil du vielleicht irgendein Trauma hattest, weil du mal gestürzt bist, was auch Jahre zurückliegen kann. Oder aber es wurde dir da der Nerv an den Zahn gezogen. Du hattest eine Wurzelbehandlung. Stimmt das? Ganz häufig ist das die Hauptursache. Was wir jetzt machen, und du hast einfach alleine, ohne Zahnarzt zu weißen Zähnen zu kommen, zu einem weißen Zahn, hast du leider keine Chance. Du musst zum Zahnexperten, zum Zahnarzt. Weil, was wird der machen? Der wird dieses Instrument benutzen, ja, weil dann hat er richtig gute Chancen, dir zu helfen und dein Problem ein für alle Mal zu lösen. Dieses Mikroskop. Ja, es ist mittlerweile in meinem Praxisalltag überhaupt nicht mehr wegzudenken. Weil stell dir einfach mal vor, so ein Zahn, der ist ja mikroskopisch klein. Viele Zahnärzte arbeiten mittlerweile schon mit Lupenbrille. Aber wenn es darum geht, einen Zahn von innen aufzuhellen, dann, meine Meinung, braucht der Zahnarzt dieses Mikroskop. Warum verfärbt sich jetzt überhaupt so ein toter Zahn? Das erkläre ich dir. Wenn der Zahn einfach noch nie eine Wurzelbehandlung hatte und aus irgendeinem Trauma heraus der Nerv abstirbt,
dann gibt es kleine Blutungen im Zahn, weil jeder Zahn, der hat Nerven, Arterien und Vene. Und wenn es ein Trauma gibt und diese Gefäße zerreißen, dann blutet es ein, der Zahn verfärbt sich von innen. Aber da kommst du alleine nicht hin. Oder aber der Zahn wurde wurzelbehandelt und es ist einfach so, wenn wir in so einem kleinen Zahn so etwas machen, dann sieht man manchmal sogar mit Lupenbrille nicht, dass es noch Blutreste gibt, dass es vielleicht Materialreste in dem Zahn gibt. Und das ist genau der Punkt, was dein Zahn einfach schwarz werden lässt. Ganz wichtig ist es letztendlich, dass diese Wurzelfüllung, du musst dir vorstellen, der Zahn hat wie so ein Rohrsystem in sich, da ist der Nerv drin, da kommt eine Wurzelfüllung rein. Und diese Wurzelfüllung muss einfach, ja, eigentlich unter dem Knochenniveau, enden. Und der Zahn, den du im Mund hast, der muss eigentlich nur aus Zahn bestehen. Da darf kein Fremdmaterial der Wurzelfüllung mehr sein. Er muss sauber sein. Und wenn man das erreicht hat und für ein, zwei Tage einfach ein Bleichmittel mit Hilfe dieses mikroskopisch in deinen Zahn einlagert, dann kann ich dir versprechen, dass dein Zahn heller wird. Und ich freue mich immer mit meinen Patienten, die diesen Weg gehen. Und am zweiten Tag kommen die und strahlen schon an der Praxiseingangstür. Und das finde ich megamäßig toll. Weil wir können so viel erreichen. So viel erreichen, dass du wieder mit deinem Lächeln strahlend durchs Leben gehen kannst. Weil dein Lächeln öffnet Herzen. Es ist deine Visitenkarte. Und du kannst wieder, ja, strahlend von deinem Spiegel dich selbst anlächeln und sagen, ja, genau das war der richtige Weg. Und ich denke mal, das sollte jetzt ganz kurz zum Einblick sein, dass es, wenn um einen schwarzen Zahn geht, bitte geh nicht in die Drogerie. Du wirst es alleine nicht schaffen. Du musst zum Zahnarzt. Und wenn du mehr solcher Videos haben möchtest, schreib mir das einfach mal in die Kommentare. Schreib mir deine Erfahrung. Hast du vielleicht so einen schwarzen Zahn und bist verzweifelt? Dann gebe ich dir eine Antwort unter diesem Video. Und ich freue mich, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ciao!